Guten Morgen, meine lieben Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar Mittwoch, dem 19. Juli. Sommerliche Grüße hier vom Chris Kämmerer. Ich hoffe, ihr genießt mehr oder weniger auch den derzeitigen Sommer, der hier gnadenlos reinbricht. Was man am Devisenmarkt feststellt, ist natürlich hier auch gerade beim US-Dollar eine ja unverminderte Schwäche. Das haben wir gestern im Devisenradar auch schon ausführlich besprochen. Zudem aber auch hier natürlich jetzt der Kiwi sehr, sehr interessant scheint, denn er hat sich jetzt auch endlich in einen Bereich bewegt, den man sich hier durchaus näher anschauen sollte. Zudem der Bitcoin. Den hatten wir am Wochenanfang ja mit dem Gap Down schon im Fokus und dieser ist es auch, der heute hier im Fokus stehen soll. Yes, JFD Brokers, Sie können beides handeln, Bitcoin und natürlich auch den Kiwi hier direkt auch am Spotmarkt im Interbankenbereich. Gut, gehen wir aber mal hier auf den Bitcoin ein. Da ist es, wie gesagt, sehr, sehr interessant. Ich hatte ja zum Wochenauftakt, als wir hier mit diesem Gap Down gestartet sind, und wir dann im Prinzip auch diese Unterstützung hier aufgegeben haben im Bereich 2285 Dollar rund. Hier das Verkaufssignal signalisiert. Wir hatten ein neues Mehrwochentief. Ihr seht das hier ganz klar. Der Abwärtstrend ist auch noch intakt. Interessanterweise, wie gesagt, haben wir jetzt eine sehr, sehr starke Erholung gesehen. Also erstmal hat sich die Schwäche nicht fortgesetzt, sondern wir sind hier mit einem starken Reversal hier direkt am Dienstag, am Montag dann nach oben geschossen. Ja, und jetzt stellt sich natürlich hier die Frage, wie kann es weitergehen? Die Bewegung, wie gesagt, sehr, sehr ambitioniert nach oben, nach dem Gap Down, was dann eben auch relativ schnell wieder geschlossen wurde. Jetzt wird es eben spannend. Ich gebe nochmal zu bedenken, wie gesagt, dass es hier am 1.8. im oder am August eben hier darum geht, wie mit dem Bitcoin ja weiterverfahren wird. Man hört hier eine Ausdehnung, solche Geschichten wie Segwit, eine Splittung oder einen Split vom Bitcoin und. Also es gab es ja auch schon bei anderen Currencies oder Kryptowährungen, die hier sozusagen einen neuen Relaunch erfahren haben, besser gesagt. Und das ist genau die große Gretchenfrage, wie das beim Bitcoin abgeht. Der Punkt ist, trotz der Unsicherheiten, und das mögen natürlich die Finanzmärkte generell ja nicht, haben wir jetzt die Erholung gesehen und es könnte natürlich auch im Sinne einer komfortablen Lösung, wie denn dann praktisch weiterverfahren wird mit dem Bitcoin selbst, hier zu einem wunderbaren Up-Move kommen, der dann wieder euphorisch hoch 3 daherkommt und praktisch auch hier den Bitcoin weiter nach oben schraubt. Das wird die Gretchenfrage sein, wie das weitergeht. Wir werden eben hier im Sinne der Massenpsychologie das jetzt mal versuchen, charttechnisch einzugrenzen. De facto muss man aber sagen, kann es eben rund um den 1.8. hier sehr, sehr volatil werden und auch sehr, sehr sprunghaft. Ja, mein Blockchain, Kryptowährung, das ist eine Technologie beziehungsweise auch ein Part of Investments beziehungsweise eine ja, digitale Währung, die meines Erachtens hier definitiv einen Fortbestand in den nächsten XY Jahren haben wird. Ja, die Frage ist nur, welche Währungen werden am Ende überleben? Und der Bitcoin ist natürlich hier der bekannteste. Und ja, jetzt geht es eben auch darum, dass der eben hier den Relaunch erfährt. Und da gibt es, wie gesagt, viele, viele Möglichkeiten beziehungsweise auch Unsicherheit eben bis zum 1.8. Und dann muss man mal abwarten, wie der Markt das letztlich dann hier honoriert, wie es denn ausgeht. Also wenn irgendwelche Codes gelöscht werden, beziehungsweise eben hier im Blockchain da Veränderungen stattfinden, wo dann gewisse Nachteile für die Anteilseigner entstehen, das könnte sich sehr negativ auswirken. Andernfalls, wie gesagt, wenn die Lösung gefunden wird, und da hat man ja auch gehört, dass da schon gewisse Gremien sich auch in New York getroffen haben, hier große Anteilseigner beziehungsweise Miners, die da eben den Bitcoin auch hier eigentlich in einer gesammelten Aktionen mit dem neuen Relaunch sozusagen dann sehen wollen, um eben da auch hier irgendwelche Turbulenzen zu vermeiden. Aber wir wollen uns jetzt hier nicht in den Details verlieren, technisch, und das ist der Fokus beim Devisenradar im Sinne der Massenpsychologie, sehen wir hier, und ich habe es gerade eingezeichnet, dass wir hier in einem Abwärtstrendkanal stecken. Dieser wurde hier auch zusätzlich befeuert mit dem neuen Verlaufstief. Und jetzt sehen wir eben eine Erholungsbewegung, ja, die hier an das Fibonacci-Level zum einen mal ranreicht. Moment, wir werden das aber mal korrigieren, vom Hoch bis zum Tief. Ändert nichts, dass wir jetzt auch wieder an einem Fibonacci-Level sind. Hoch he. Grundsätzlich sind wir hier an diesem oder vor dieser Abwärtstrendlinie. Und spannend wird es eben sein, ob wir oder der Bitcoin sich jetzt hier hochschraubt, also ob die Euphorie sozusagen vor dem 1.8. im Sinne einer Lösung, die am Ende überhaupt keine Katastrophen oder irgendwelche Verluste herbeiführt, gefunden wird, dass er praktisch sich hier vorher schon rausschraubt. De facto technisch, und daran orientieren wir uns, muss man sagen, ist die Erholung fast schon ein Stück zu weit gegangen. Wir sind aber noch in einem
Abwärtstrendkanal, wie wir ja hier sehen. Aber dieses Level hätte der Bitcoin mit dem gestrigen Close eigentlich nicht überschreiten müssen. Jetzt sehen wir ja auch aktuell so eine Art Hammerkerze. Ihr dürft es aber natürlich nicht vergessen, wie volatil der Bitcoin an sich ist. Ja, also das ist natürlich schon eine Rakete. Also 20% an einem Tag, das ist nichts Ungewöhnliches. Und das ist natürlich hier gerade für Intraday-Trader auch eine Herausforderung. Nichtsdestotrotz muss man aber sagen, ist die Erholung sehr, sehr stark gelaufen und jetzt stellt sich eben die Frage, was passiert. Wenn wir das technisch mal eingrenzen, dann ist meine Meinung die, dass gerade im Sinne der möglichen Unsicherheiten der Bitcoin eigentlich jetzt hier nicht signifikant rauszieht. Ja? Nur meine bescheidene Meinung, also dass er jetzt hier signifikant nach oben rauszieht, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, aber das ist, wie gesagt, nur meine Meinung und auch kein Garant. Technisch gesehen müsste, / sollte er eigentlich in Kürze wieder abdrehen. Negative Nachrichten im Sinne einer doch nicht vereinten Lösungen vor dem 1.8. zum 1.8. könnten dazu führen. Wilde Spekulationen, wie gesagt, das treibt den Markt. Und rein technisch gesehen sind wir jetzt eben in einer fast schon noch viel, viel interessanteren Ausgangslage, den Bitcoin hier möglicherweise mit einem Short zu segnen. Wichtig ist, dass wir die letzten Hochs, die wir hier Anfang Juli gesehen haben, insbesondere auch diese Widerstandszone nicht überschreiten. Das muss man ganz klar sagen. Wenn wir hier über $2.600 gehen, dann haben wir A, den Abwärtstrend definitiv klar verlassen, haben dann auch hier ein neues Reaktionshoch gemacht. Das ist hier praktisch der Widerstandsbereich und eben auch hier der Bereich der letzten Hochs. Und da darf der Bitcoin rein technisch gesehen nicht drüber. Das heißt, die aktuelle Erholung sollte hier nicht über das Hoch von Anfang Juli hinausgehen, sollte sich eben jetzt hier viel mehr in Kürze erschöpfen. Und wenn das passiert, dann ist alles gut. Dann haben sozusagen die Bären weiter das Zepter in der Hand und dann sollte es in Kürze eigentlich abwärts gehen. Hier, wie gesagt, über 2600, 2650 speziell, lasst mich das kurz korrigieren, wäre im Prinzip hier der Bulle wieder am Start. Und ja, ihr seht das hier, das ist der 31.07., 1.08., ob man da investiert sein will in den Unsicherheiten, das mag sein. Es wird ja auch davon gesprochen, dass man seine Bitcoins sichern soll, ja, separiert sozusagen, dass der Code, der Schlüssel sozusagen bei einem liegt. Wie gesagt, das ist eine Sache, die ist so individuell, das kann man hier gar nicht ausdehnen, aber grundsätzlich ein sehr spannendes Thema, wie es eben ab den 1.8. weitergeht. Technisch, wie gesehen, gesagt, ein Stück weit kritisch unverändert, möglicherweise jetzt hier tatsächlich ein guter Punkt, das Teil zu shorten, aber nochmal hochvolatil und wenn wir über 2600, 2650 gehen, ist der Long Bias im Sinne dessen aktiviert und bis zum 1.8. kann es, wie gesagt, sehr, sehr turbulent werden. So viel mal zum Bitcoin. Gehen wir mal auf den Kiwi ein, der ist nämlich nicht minder interessant und hier haben wir es natürlich auch mit einem Währungspaar klassischer Natur zu tun. Heute hier der Gewinner in der Heatmap-Übersicht und hier die interessante Situation, wir hatten ja auch den Aussie schon besprochen, also den Australdollar hier unlängst, der hier außer Rand und Band schien und tatsächlich hier immer weiter nach oben strebt. Der Kiwi hat Gleiches vollzogen, wenn auch ein Stück weit gemächlicher. Und wenn wir jetzt hier die Situation sehen, okay, wir haben tatsächlich erwartet, dass wir dieses Widerstandslevel anlaufen, wo wir jetzt stehen, 0,7375 rund. Ja, und hier sind wir im Prinzip jetzt in dieser Widerstandszone, wo es beim Kiwi um die Wurst geht, um die buchstäbliche Wurst. Ja, da muss man ganz klar sagen, der sollte jetzt hier tunlichst nach oben ausbrechen, um praktisch auch dem Euro, dem Australdollar gleichzuziehen. Das britische Pfund kämpft ja hier nach wie vor. Aber das ist ganz wichtig, dass er sich hier nach oben absetzen kann. Wenn er es nämlich nicht tut, dann haben wir hier im Sinne des Widerstandslevels, und dann gehen wir auch nochmal kurz auf den großen Chart ein, ja, hier definitiv die Gefahr, dass wir hier wieder zurückrangen und dann, ja, sieht es so aus, als hätten wir hier durchaus Spielraum, wenn es denn zu stärkeren Rücksetzern kommt, aber wir erwarten ja eine weitere Dollarschwäche eigentlich, dass es hier dann durchaus nochmal einen Pullback geben kann in Richtung 0,7050, ja, das wäre natürlich dann hier gute 300 Pips, die es nach unten gehen könnte, wenn wir den Ausbruch jetzt nicht schaffen. Deswegen Kiwi beobachten, sehr, sehr interessant, ist hier im Sinne eines Nachzyklers aktiv, der Aussie schon längst ausgebrochen, der Euro ausgebrochen und jetzt hat der Kiwi eben hier den Widerstandsbereich sozusagen hier auf Wochenbasis schon touchiert, aber die aktuelle Handelswoche ist ja eben noch nicht vorbei. Das heißt, die Kerze noch nicht vollendet. Wenn wir so einen Wochenclose jetzt sehen, hier oberhalb von 0,7350, sieht es relativ gut aus, dass wir hier den nächsten Widerstandsbereich ansteuern, der dann hier im Bereich 0,7460 rund liegt und dann kann es auch durchaus weitergehen. Also der Kiwi natürlich hier im Schlepptau eines schwachen Dollars durchaus mit der Möglichkeit weiter nach oben zu streben, aber hier der Australdollar derzeit eben viel, viel bullischer einzuschätzen. Okay, also hier die Rahmendaten, wenn wir über 0,7350 bleiben, uns halten können, dann sieht es gut aus für den Kiwi als solchen.
Ja, dann kann man hier durchaus davon ausgehen, dass wir weitere Zugewinne sehen, die dann eben auch hier im Sinne einer weiteren Dollarschwäche den Kiwi anheizen. So, müssen wir das mal blau machen. Lass mich noch mal kurz die Saisonalität in den Chart holen. Und dass wir das einfach mal untermauern, meine lieben Leute. Da haben wir es. Kommt nicht so viel bei rum, wie wir gerade sehen. Ja, also hier mehr oder weniger seitwärts Gezerre beim Kiwi. Nicht wirklich so spannend. Auch im Sinne der kommenden 20 Tage, Schrägstrich 40 Tage, ergibt sich hier nicht so wirklich der Megabrüller. Ähnlich wie bei vielen anderen US-Dollar-Pairs, sogar eher ein schwacher August. Aber grundsätzlich, Price Action besiegt Saisonalität. Hier also, wenn wir über 0,7350 rausgehen oder uns hier stabilisieren mit Wochenschlusspreis, sieht es eben gut aus. So, jetzt wird der Haken nicht so, lassen wir es einfach so. De facto aber, Plan B, und da können wir uns auch am heutigen Tagestief durchaus festhalten. Wenn wir hier unterhalb des Niveaus von 0,7340 rausgehen per Daily Close, also heute die komplette Zuspitzung des neuen Ausbruchs, die kompletten Zugewinne wieder abgeben und nach unten abdrehen, dann muss man hier Vorsicht walten lassen, weil dann könnte sich hier eben tatsächlich eine Bestätigung des Widerstands einstellen. Und das könnte hier, wir sehen das ja zuletzt im November oder hier dann auch im Februar, zu einer Schwäche führen, die sich ja entweder nur temporär auswirkt oder sogar dann noch wesentlich stärker, bis eben hier im Wochenchart auch ersichtlich zum Bereich von 0,7050. Aber im Sinne des schwachen Dollars scheint es eher so, dass wir nach oben laufen. Gerade wenn Währungsmärkte sich hier in eine Richtung eingeschossen haben, dann kann es sehr, sehr turbulent werden. Und wie gestern ja besprochen, der Dollarindex sieht nicht so gut aus. Wenngleich es hier auch sicherlich mal früher oder später zu einer Gegenbewegung kommen wird oder auch kommen muss. Alright, dann haben wir es im Prinzip heute mal gehabt, wieder mit dem Bitcoin als solches und dem Kiwi. Ich hoffe, es hat euch gefallen, liebe Leute. Wenn ja, dann kommt es heute Nachmittag zum JFD-Devisen-Radar-Webinar. Da werden wir eine ganze Stunde rund um den Währungsmarkt sprechen und hier natürlich auch noch andere interessante Paare unter die Lupe nehmen. Ansonsten, wenn es ermöglicht, wie immer, dann natürlich morgen auch wieder hier 9:30 Uhr. Also bis dahin, beste Grüße, euer Chris Kämmerer und genießt die Sonne. Bis dahin, ciao dabei.